Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Heute nochmal in eigener Sache. Ihr seht, der Transformers steht. Ich wollte heute losfahren und nochmal einen Rollertausch machen und war ein paar Meter gefahren und habe gemerkt, er möchte kein Gas mehr annehmen. Ich musste kurz anhalten und wollte wieder anfahren. Und da habe ich das dann gemerkt, nichts geht. Zwischendurch hat er gestartet, ist aber immer wieder ausgegangen. Wieder an, wieder aus, wieder an, wieder aus. Gerade in der Winterzeit, schlechte Zeit, aber auch im Sommer. Egal wie es ist, ein bisschen schieben macht keinen Spaß. Gott sei Dank war es nicht ganz so weit weg. Oder ich war noch nicht so weit weg. Ein paar Meter. Jetzt ist es so, der Roller ist jetzt leicht wieder abgekühlt. Und ich möchte ihn jetzt nochmal mit euch zusammen starten. Und sehen, ist eventuell der E-Schock, dass der nicht sauber arbeitet. Und den Roller nicht auf Wärme bringt, sage ich mal, also alles verschließt und dass er dann ganz normal fährt. Oder ist vielleicht die Hauptdüse oder die Standgasdüse vielleicht doch mal verschmutzt. Bis jetzt hat dieser Roller nie Schwierigkeiten gemacht, solange ich ihn oder seitdem ich ihn übernommen hatte. Und es darf mal vorkommen, ist aber immer wieder schlecht. Von daher versuchen wir ihn jetzt zu starten. Er ist gerade so gut wie kalt und mal sehen, wie er sich verhält. Ich bereite alles vor. So viel brauchte ich gar nicht vorbereiten. Eigentlich brauchte ich nur die Tür öffnen. Wir machen jetzt nochmal so gut wie einen Kaltstart gerade. Ne? Weil der E-Schock müsste jetzt zurückgefahren sein und jetzt versuche ich ihn nochmal zu starten und mal gucken, wie er sich verhält. Das heißt, Zündung an. Da ist der Schlüssel. Ich dachte schon, ich habe ihn brennen gelassen. Wie gesagt, so gut wie ein Kaltstart. Lass ihn mal kurz laufen. Bis jetzt könnte man sagen, das könnte an E-Schock liegen, dass da irgendwas nicht sauber arbeitet. Gib gleich mal einen Gasstoß, um zu sehen, ob er einsetzt oder ob er wieder ausgehen möchte. Das hat der Roller noch nie so gemacht. Das war jetzt das erste Mal. Aber es kann eben vorkommen. Ah. Mal gucken, wie er sich jetzt verhält. Lass ihn jetzt mal ein bisschen warm werden und dann hole ich euch noch mal dazu. Drehzahl ist runtergegangen. Noch niedriger als sonst. Gib mal Gas. Normal, wenn ich Vollgas gebe, hat er sofort Gas angenommen. Sofort. Fühlt sich gerade ein bisschen schwerer. Ich denke mal, wir müssen doch mal an den Vergaser ran. Vielleicht ist ja doch irgendwie ein Schmutzpartikel durchgerutscht durch den Filter und hängt vor der Düse. Kann auch sein. Deshalb als erstes gucken wir den Vergaser doch noch mal nach.
Das macht er, wenn er zu untertourig wird. Dann ist was hinten mit der Glocke. Dann klappert die ein bisschen. Oh, aus. Das ist ein Zeichen. Vergaser runternehmen. Nachgucken. Sicherheit geht vor, bevor ich nochmal stehen bleibe. Jetzt habe ich natürlich die Bühne mit den Kimco noch belegt, mit den Super 8, wo die Kurbelwelle auch noch nicht da ist. Ich hoffe, sie kommt bald. Das heißt, ich muss jetzt vor Ort da arbeiten. Und das machen wir jetzt. Tür zu, erst so ein bisschen ausräuchern lassen, dann die Tür zu, dass die Heizung, weil ihr hört bestimmt die Heizung im Hintergrund, nicht einfach läuft und die Kälte wieder reinkommt. Das Schöne daran ist, es sind hier wirklich nur 6 Schrauben, die ich oberhalb lösen brauche, so dass ich das Helmfach rausnehmen kann und ebenso besser am Vergaser rankomme. Ihr seht, ich schraube am liebsten mit der Hand. Da hat man das Gefühl, auch beim Lösen. Und vor allem, es macht mir Spaß. Und ich schraube wirklich gerne mit der Hand. Ja, das hört sich hier auch wieder lustig an. Die Heizung habe ich ausgemacht. Jetzt ist es hier schon mal angenehm warm. Draußen waren es, glaube ich, so um die 10 Grad. Ich kann ja dann noch mal gucken, wie viel Grad es draußen sind derzeitig. Oder derzeit. Schauen wir noch mal. Auf jeden Fall, jetzt gibt sich der Herbst von der besten Seite gerade. Das wäre erledigt und entnehmen. Oh, wie schön sauber das Lackierte hier noch ist. Okay, aber wir gehen an den Vergaser. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Da sollte ich mir auch noch mal extra zusätzlich am besten einen Staubschutz bauen. Staubschutz sagt euch nichts, dann würde ich euch das zeigen. So halte ich den Vergaser noch sauberer und noch ordentlicher. Ne? Diese ganze Innerei hier, da werde ich wohl auch noch was reinbauen. Zwei Roller haben das bis jetzt, der Explorer Race und der Explorer Spin. Dann würde er hier auch sowas bekommen. Gut, wir lösen, ich würde mal sagen, am besten den Luftfilterkasten. Das heißt, auf dem Boden rumkriechen. Da haben wir ja 2 Schrauben. Ne? Weil wir müssen ja auch den Luftfilterkasten ebenfalls abnehmen und ich löse jetzt den Luftfilterkasten einmal. Zweimal und jetzt gucke ich mal. Ich nehme von innen mal die Klemme ab und drücke somit jetzt mit einem Schraubendreher den Luftfilter runter. Ich habe jetzt diesen großen Schraubendreher und gehe zwischen Luftfilter-Ansaugrohr und Vergaser. Ja, dann kann ich den einfach so ein bisschen runterhebeln und er sollte recht einfach runterkommen. Ja, jetzt zum Beispiel.
da ist er schon mal. Seitenständer nach vorne nehmen und dann sollte ich ihn bekommen. Na, weil den würde ich nämlich auch gleich mit nachgucken. Ah, er hängt hier unten an. Oh, der ist aber verölt. Oh, seht ihr das? Da gucke ich nochmal nach. Mal gut, dass ich den gerade nochmal rausnehme. Er hat hier an den Zulauf für die hintere Scheibenbremse ein bisschen drangehangen. Aber das ist ganz normal, ne, an der Leitung. Okay, ja, den gucke ich mir auf jeden Fall genauer an. Ne? Oben geht's weiter. Das heißt, ich löse jetzt hier schon mal meinen Vergaser, halte die Schelle ein bisschen fest. Ja, da kam doch ganz schön Staub dran, mein lieber Mann. Das muss ich ändern oder möchte ich ändern. Und ich nehme meinen Bautenzug gleich mit raus. Ja, Schraube. So kann ich jetzt meinen Bautenzug hier schon mal rausnehmen. Den lege ich erstmal ein bisschen zur Seite. Und jetzt kann ich natürlich auch mein Öl abklemmen, mein Zulauf für Benzin. Unterdruck und hier Benzin. Ne? Das heißt, jetzt erstmal Öl. Da ist keine Sicherung drauf. Das heißt, Moment. Da müsste ich eigentlich auch noch eine Sicherung drauf machen. So, ich nehme hier einen Schraubendreher und unterstütze das Ganze mal ein bisschen. So. Oh, der ist doch ganz schön schmutzig geworden, muss ich schon sagen. Ich löse jetzt hier meinen Stecker von Eschuk. Das ist auch schon mal ab. Und hier ist meine Spritzufuhr. Da habe ich auch noch so eine einfache Klammer drauf. Die drücke ich jetzt auseinander und versuche mal, meinen Schlauch runter zu bekommen. Ja, da kommt nicht viel Sprit raus. Ein kleiner Tropfen. Somit den Unterdruck. Das ist auch eine ganz einfache Sicherung. Das sind diese ganz einfachen, die ich nicht so mag. Und Vergaser rausziehen. Oh ja, der ist richtig ölig geworden. Das lohnt sich, ne? Da gucken wir doch lieber noch mal rein. Und ich werde ihn von außen auch noch mal ein bisschen reinigen. Das sieht man so gar nicht, wenn alles verbaut ist, ne? Dass das hier doch noch ein bisschen ölig ist alles. Obwohl er kein Öl verliert oder kein Benzin. Ich muss schon sagen, also der Vergaser hat doch schon was abbekommen. Ich ziehe hier mal das Gummi runter. Das ist ein ganz einfacher Schutz nur, ne? Weil hier kann man auch den Kaltstart noch einstellen, ne? Aber den testen wir noch mal separat, um allen aus dem Wege zu gehen. Ich bräuchte jetzt ein Kreuzschlitz. Oder lasse ihn mal kurz noch drin. Es macht jetzt nichts, weil ich wasche hier nur außen dran lang. Schaut mal, ne? Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass der so aussieht. Aber ihr seht, es gibt sowas. Auch bei mir. Ich nehme mal hier ein bisschen alten Sprit rein in die Wanne. So, das sollte erstmal reichen. Und ich pinsel ihn jetzt erstmal ein bisschen ab, ne, dass ich das Öl jetzt runter bekomme. Ich glaube, den habe ich schon mal voll gereinigt. Aber es liegt nur oben drauf. Ne. Es ist jetzt nicht so, dass er sonst wie aussieht. Ne.
liegt wirklich nur oben drauf. Achte natürlich, dass jetzt nicht so allzu viel Schmutz nach innen reinkommt. So wenig wie möglich, weil ich möchte ihn zwar reinigen und dazu muss ich ihn natürlich auch auseinandernehmen. Ne? Das bleibt eben nicht aus. Das sieht schon recht ordentlich wieder aus. Also viel hat sich hier nicht drauf gehalten. Ich nehme jetzt trotzdem den E-Schmuck raus, aber bevor ich das alles mache, Moment, hier ist ja noch was. Wenn, dann soll er auch recht glänzen. Ich nehme jetzt gleich das Benzin raus und wechsle das, wenn dann nochmal. Ja, das sieht okay aus. So bin ich zufrieden. Ich nehme jetzt das Benzin raus und reinige die Wanne, um dass es wieder sauber ist, falls ich den Vergaser jetzt dann noch von innen auswasche. Ne? Oh, es kommt doch ein bisschen was zusammen. Ab in den Kanister damit. Normalerweise wollte ich heute mit euch was ganz anderes machen. Und zwar am Kymco. Ich wollte ja den Motor reinigen, aber das verspätet sich. Kommt aber noch. Die den Kanal verfolgen, wissen aber auch, mit was ich ihn reinigen möchte, ne? Oder wie ich ihn reinigen möchte. Ich nehme nur mal ganz kurz ein bisschen Bremsenreiniger und sprühe die Wanne einmal grob aus. Ja, das sollte gut sein. Ne? Nicht zu viel von dem guten Zeug hier wegmachen. Jetzt ist es ja doch so. Ich nehme wieder mit euch einen Vergaser auseinander, obwohl ich gar nicht Vergaser auseinandernehmen wollte mehr. Zumindest erstmal nicht, weil ich dachte, naja, jetzt läuft erstmal alles. Es kommt eben doch immer wieder anders. So teste ich dann aber auch gleich den E-Schub. Ne? Dann weiß ich Bescheid, wie er sich dann auch dementsprechend verhält. So, Schrauben raus. 1, 2, zur Seite legen, E-Schok rausziehen, da ist der E-Schok, ein Riesenpott, ne? Aber einstellbar, das ist schon gar nicht so schlecht. Ja, egal, ich nehme Standgas auch raus. Ich spüle ihn jetzt doch einmal richtig durch. Also Standgas auch raus. Genauso wie Luftgemisch nehme ich auch raus. Das soll einen jetzt nicht stören. Wenn schon, denn schon. Dann machen wir alle Kanäle in eins gleich richtig sauber. Dann puste ich ihn auch nochmal durch. So, Feder haben wir. Da ist sie. Da ist auch die kleine Scheibe. Weil normalerweise ist hier auch ein O-Ring drin. Deshalb muss ich vorsichtig sein, dass ich diesen nicht verliere. 4 Schrauben, das finde ich natürlich an diesem Deckel sehr, sehr gut, dass er 4-mal verschraubt ist. Das erhöht die Dichtigkeit. 1. Ja, ich halte ihn doch mal so, weil ich möchte ja noch mal reingucken, ob er Schmutz abgelagert hat. Ne? Deshalb halte ich ihn jetzt doch lieber mal ein bisschen hoch gerade. So sehe ich nämlich, ob noch irgendwo, okay, der O-Ring hier. So kann ich sehen, ob er doch irgendwo Schmutz eingelagert hat. Ne? Also, dass durch den Benzinfilter vielleicht doch was durchkam.
dann einfach den Sprit so lange wie es geht hier drin halten und dann den Deckel abnehmen. Ja, schon, ist ja schon locker. Oh, das ist ganz schön fest gerade. Warum ist der Deckel so fest? Also sollte er auch dicht gehalten haben. Oh, ja. So. Ich nehme jetzt mal einen sauberen. Moment. Ich nehme jetzt mal hier diesen Phasenprüfer und gucke mal, ob sich da irgendwas abgelagert hat. Nein. Ist recht sauber. Seht ihr? Also da ist nichts groß zu sehen. Das sieht gut aus. Also Sprit rein. Ja, das sieht wirklich richtig sauber drin aus. Da ist nichts. Dann vielleicht eventuell eine Düse. Schauen wir auch noch mal. Ich hole mal die Hauptdüse raus. Wenn es jetzt nicht an E-Schok liegt, dann kann es nur an, vielleicht sogar an der Standgasdüse liegen. Ich gucke mal ins Licht. Die ist eigentlich auch, wie es aussieht, frei. Ja, die ist frei. Ja, obwohl. Nee, die reinige ich mal. Da ist doch, glaube ich, ein bisschen was vorhanden. Jetzt nehme ich nochmal Standgas raus. Das kann man immer sehr schlecht sehen, aber Standgas scheint dicht zu sein. Puste mal durch. Standgas ist dicht. Schon mal gut. Ansonsten, ja, ich glaube, das sieht eigentlich alles sehr gut aus sonst. Aber ich puste ihn nachher mal langsam durch. Den lasse ich drinne. Und puste ganz leicht mit Luft hier mal durch. Das einzigste, ich überlege gerade, ich nehme noch mal den Düsenstock raus. Der Düsenstock kann auf jeden Fall auch noch mal raus, weil da ist ja sozusagen der Streuer drin, ne? Der Düsenstock verstreut ja, verteilt ja, ne, ganz fein. Ich nehme den mal raus. Ja, ging das so leicht? Tatsache. Ich drücke ihn jetzt mal durch, wenn es geht. Ne, ich komme gerade nicht dran. Ne, machen wir es anders. Ich nehme mal einen kleineren Schraubendreher, der müsste nämlich da durchgehen eigentlich. Ja, da ist er nämlich schon. Ne? Hier sind ja die Zerstreuer, ne? Diese Löcher. Nochmal in Nahaufnahme. Ne? Die immer mit reinigen, wenn man das schon auseinander nimmt. Weil es können nämlich auch die Zerstreuer, ne? ich nenne es mal Verstreuer, können nämlich auch 1, 2, 3, 4 oder alle Löcher dicht sein. Ich fange jetzt mit der Standgasdüse an. Die hat ebenfalls auch hier kleine Verstreuer drin. Dann nehme ich mir jetzt hier mal gucken, mit was ich am besten durchkomme. Ja, das reicht schon. Ne? Durchziehen, um zu sehen, ist denn hier auch alles frei. Bis jetzt muss ich sagen, sieht es gut aus.
zumindest hier diese Verstreuer. Ne? Das sieht gut aus. In der Mitte ist sie aber dicht. Das habe ich nämlich schon gemerkt. Deshalb versuche ich jetzt, das ist eine Ader von einem Bautenzug. Ne? Von einem ganz normalen Bautenzug. Und da versuche ich jetzt hier mit durchzukommen. Und die war auf jeden Fall dicht. Das kann ich euch natürlich schlecht zeigen. Ich gehe jetzt nochmal von der Seite durch und stoße jetzt von innen nach außen nochmal. Weil das kann schon der Grund sein, ne, warum der Roller dann auch nicht läuft. Ich gucke mal, ob ich hier mit meiner ganz feinen Ader hier durchkomme. Ja, Gott sei Dank. Äußerst selten, aber es geht. Und reibe hier nochmal. Ich möchte die Düse natürlich nicht vergrößern, ich möchte sie nur reinigen. Ne? Deshalb jetzt. Ja, da sieht man auch, wie schön es verstreut. Seht ihr das? Richtig gut. Nochmal reingucken. Ja. Das sieht gut aus. Damit bin ich zufrieden. Wenn ich schon dabei bin. Nehme ich jetzt wieder dich und gucke hier auch ebenfalls gleich nach. Das sieht gut aus. Auch gut. Auch gut. Und noch Nummer 3. Pfeifenreiniger, den kleinsten am besten, diesen hier, ne? Der ist schön klein, der dürfte durchgehen und okay, reinigen. Ja, da, wenn ich jetzt dicht halte, dann müsste er aus der Seite ein bisschen rausschießen. Naja, es geht so. Ja, alles gut. Hier reicht es, wenn ich mit dem Mund durchpuste. Kommen wir zu der Hauptdüse. Die könnte ich eigentlich, ich könnte mal gucken, was das für eine ist. Das ist eine 70er. Eine 70er Hauptdüse ist das. Mal gucken, mit welcher Größe ich da noch reinkomme. Zu groß. Noch zu groß. Also mit dieser. Ah, auch noch ein bisschen zu groß. Nächste. Nehmen wir diese Größe. Na, auch noch mal. Einmal ringsrum gehen. Nicht zu dolle, sonst erweitert ihr den Durchlass. Das sieht gut aus. Moment, nochmal lieber gucken. Ja, sieht sehr gut aus. Und auch nochmal. Sauber. Kompressor an und hier auch nochmal durchpusten. Na, ansonsten sieht das richtig gut aus. Also, ich mache mal den Kompressor an. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, weil wenn ich hier zum Beispiel, Moment, hier ist meine Luftgemischschraube drin und hier ist meine Standgasschraube drin. Das heißt, jetzt kann es sein, dass hier noch ein O-Ring drin ist. Hier, wie aber auch hier. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil sonst ist dieser O-Ring nämlich ganz schnell weg. Und deshalb ganz vorsichtig dort pusten, am besten auch den Finger davor halten. Das heißt,
gucke mir mal jetzt den Vergaser nochmal an. Das sieht gut aus. Jetzt mache ich das erstmal so. Ich halte hier meine Finger drauf, dass hier nichts rausschießen kann. Ne? Und gebe mal ein bisschen Gas. So sehe ich, ob alles funktioniert. Ob alles soweit auch durchlässig ist. Ne? Hier ist okay. Jetzt gehe ich hinten rein. Jetzt gehe ich hier hinten durch. Auch hier. Sieht gut aus. Ölkanal. Draufgehen und funktioniert auch gut. Hier oben. Das ist der Unterdruck. Und ich kann hier nochmal in den Kanal, wo der E-Schock reinkommt. Ja, das hat sich bis jetzt ganz gut angehört. Sieht auch ganz ordentlich aus. Hier brauche ich jetzt nicht durchgehen, weil hier habe ich das dann gespürt, wo die Luft kam. Ja, ist okay so. Das heißt für mich im Grunde, ich baue meinen Vergaser wieder zusammen, weil das sah ja jetzt ganz gut aus. Schraubendreher, Düsenstock ist drinne, Hauptdüse kann auch wieder rein. Schraubendreher immer gut sauber machen, dass wir hier keinen zusätzlichen Schmutz reinbringen. Ne? Ja, ebenfalls Nebendüse, Standgas. Sitzt. Ja, Deckel drauf. Obwohl, hier habe ich nicht durchgepustet. Der ist aber auch ganz schön angegriffen, seht ihr das? Der war mal recht verätzt, könnte man sagen. Ne? Ich glaube, den puste ich auch nochmal durch. Alles ist okay. Deckel drauf. Ich hoffe, die Dichtung dichtet noch weiterhin, weil ich habe keine neue Dichtung da. Es sah aber gut aus. Also viel großartig, was rauskam da gar nicht. Ne? Wenn mal so ein Tropfen nebenbei ist, naja, okay. Aber sollte sich auf jeden Fall in Grenzen halten. Gut festhalten und über Kreuz ziehen. Na, so. So ist besser. Und noch diese. Ja. Schütteln. Hört sich gut an. Luftgemisch, Standgas. Bei der Luftgemischschraube kam auf jeden Fall diese ganz winzige Unterlegscheibe raus. Die muss natürlich auch wieder mit rein. Die kommt vor der Feder. Also Feder aufsetzen, drauf,
weil ich glaube, da ist wirklich noch ein O-Ring drin. Müsste ich eigentlich auch mal richtig nachgucken. Aber nicht heute. Rein. Bis Anschlag. Und eine halbe, noch eine halbe und noch eine halbe. Standard-Einstellung. Nun, Standgas rein und gucken, wie weit man sie reindreht. Ja, das sollte erstmal reichen. Ne? Damit, mit der Standgasschraube, hebt ihr den Schieber hier drin. Ne? Der Schieber wird damit angehoben und damit stellt ihr dann euer Standgas zusätzlich ein. Aber ich muss diesen Vergaser eh noch einmal komplett abstimmen, weil es könnte sein für den Winter, dass ich die Luftgemischschraube nochmal verändern muss, wie auch mit Standgas zusammenarbeiten muss. Nun habe ich ja hier meinen Kaltstart und Krokodilklemmen. Zweimal. Am Ende ist nur das Ende des Kabels. Jetzt spielt es keine Rolle. Ich gehe jetzt, nehme hier mal meinen Überzug ein bisschen weiter runter, dass ich hier keinen Kurzschluss mache und stecke meine Krokodilklemmen an. Okay. Einmal hier und einmal dort. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich natürlich nicht zusammenkomme, ne? Da ich jetzt keinen Stecker dafür habe. Und wir müssen aber auch Strom drauf geben. Ich habe euch jetzt mal so ausgerichtet, habe einen Zollstock drunter gelegt, habe ihn aber ganz auf Anschlag getan, dass wir auch ein sauberes Maß nehmen können. Und hier habe ich auch meine volle Powerbank und schließe somit, sieht man das? Moment, wo bin ich denn? Hier. Schließe somit meine beiden Kabel an. Ne? Einmal Plus, einmal Minus. Und ab jetzt würde es losgehen. Moment. Wie man sehen kann, funktioniert alles. Ich gucke mal. Oh ja, schön warm. Das ist immer ein gutes Zeichen, ne? Wenn es hier drin auch schön warm wird. Und ist auch sehr gut ausgefahren. Funktioniert. Wir können ihn abklemmen. Jetzt kann er sich zurückfahren und später, ja, fährt er so oder so aus, sobald der Motor dann läuft. Ne? Das heißt, meine Klemmen können hier raus, fertig. Solange er noch warm ist, ne, das dauert ja eine Zeit, bis er zurückfährt. Moment, das muss ich am Vergaser dran machen. Das kommt hier drauf. Ne? Das ist ja auch eine Dichtung, wie so ein O-Ring eben. Ja, ist aber schon ein bisschen sehr groß, möchte ich sagen. Das passt gar nicht mehr so sauber hier rein, sehe ich gerade. Hat sich irgendwie vergrößert. Ja, so geht es. Passt. Und jetzt kommt mein E-Schock rein. Muss ich nur gucken, in welche Richtung ich ihn setze.
nehme ihn wieder so, wie er vorher war. Das heißt, jetzt reinplumpsen lassen. Ja, das passt alles. Das ist alles voll okay so. Gut festhalten, dass die Dichtung auch da bleibt, wo sie ist. Oh ja, das ist wirklich warm geworden. Weil hier oben ist ja die Einstellung. Und das habe ich eben gemerkt. Die war warm. Oder ist richtig warm. Einmal. Gucken, ob auch wirklich alles richtig sitzt. Er sollte schon sauber und ordentlich sitzen. Ne? Wie gesagt, schon alleine wegen der Dichtung. Und festziehen. Im Grunde kann ich das auch mit einem Schlitzschraubendreher machen, aber naja, das geht so. Das funktioniert. Ja. Gucken, ob alles abschließt. Das sieht sehr gut aus. Ja, der Vergaser könnte schon mal rein. Ich hatte aber ja vorher noch was erwähnt. Und zwar möchte ich mir ja hier noch einen Staubschutz runterziehen. Ne? Zusätzlich. Deshalb lasse ich jetzt den Vergaser erstmal noch draußen. Der Bodenzug, den nehme ich jetzt erstmal nur weg. Den mache ich nachher auch noch mal sauber, bevor ich hier alles verbaue. Und jetzt möchte ich hier noch zusätzlich, so, das würde dann so hinkommen, zusätzlich einen Schutz verbauen. So, dass hier drinne alles so ein bisschen geschützt bleibt. Ich nehme jetzt mal ein grobes Maß. Mit dem Bandmaß komme ich hier nämlich ganz gut hin. Ein grobes Maß. Mal gucken. Das sind 20. Ja, ich könnte so auf 24 cm. Das reicht Menge aus. 24 cm. Dann nehme ich jetzt noch mal eine Länge. Da die Länge, die variiere ich dann. Das wären auch 20. Ich nehme die Länge mal auf 30. Das Gute ist, ich habe ja hier schon mal was rausgeschnitten. Genau das gleiche. 24 mal 30. Das schneide ich jetzt natürlich auch aus. Das kann ich mit einer ganz normalen Schere machen. Schneide es hier aus. Diese Folie ist für eine Windschutzscheibe fürs Auto normalerweise. Ne? Drehe mir das Ganze nochmal. Damit deckt man eine Windschutzscheibe von einem Auto aus. So, jetzt schneide ich hier nochmal leicht ein Stückchen hoch, dass ich auch wirklich meine Länge schneide. Für den Winter ebenfalls richtig gut. Ne? So sieht das aus. Das ist hinten blank. Normalerweise habe ich das immer gerne, wenn beide Seiten beschichtet sind, wie hier. Funktioniert aber auch, weil das nehmen wir nach innen und das lassen wir nach außen raus. Anpassen. Das heißt, ich löse dazu das Schloss. Jetzt muss ich hier natürlich erstmal aushängen, dass ich hier auch dran komme. Löse das Schloss, weil da wird es nämlich drunter geschraubt. Einmal. Zweimal. Das nehme ich jetzt einfach auf die Seite und
kann ich mir natürlich aussuchen. Nehme ich das hier mit der ordentlichen Kante nach oben oder nach unten? Ich würde es, wenn es funktioniert, ganz gern nach unten nehmen. Dann habe ich immer unten eine saubere Kante. Das heißt, ich muss ja noch berechnen, dass ich es umlege. Ich setze es jetzt mal hin. Und weil es muss ja hier drunter. Das heißt, ich mache das mal so weit gerade, wie es geht. Seht ihr, wie das hier unten aufliegt? Und das wäre schon Menge ausreichend. Ne? Ich kann auch hier noch ein bisschen rüberrutschen, weil ich bleibe ja hier, bleibe ich drauf. Und so würde es dann aussehen. Vor allem, es stört nirgendwo und erfüllt seinen Zweck. Nun brauche ich natürlich noch die Löcher. Da muss ich selbst erstmal gucken. Hier wäre das erste. Einmal, das reicht schon. Ne? Und Nummer 2 hätten wir hier. Hier ist das zweite. Ja, da. Das war schon. Ne? Im Grunde, jetzt bringen wir das Teil hier wieder an. Ich halte das mal so ein bisschen fest. So. Schrauben durch. Und das war's. Mehr brauche ich gar nicht machen. Ne? Suche mir jetzt meine Mitte hier wieder und setze die Schrauben einfach wieder an. Das war's dann schon. Und die Festigkeit kommt ja. Na, das Teil hier stört gerade ein bisschen. Die Festigkeit kommt ja nun automatisch. Dadurch, wenn ich das Schloss jetzt dann festziehe. Na, geh schon rein hier. So einfach ist das. Hinten, von hinten kann nichts mehr so schnell nach vorne kommen. Und vor allem hier bleibt die Wärme erstmal ein bisschen länger drin, obwohl ich das ja auch im Sommer drin lasse. Es kann auch nichts passieren, weil der Zylinder wird gekühlt, alles trotz allem. Hier passiert weiter gar nichts, außer dass ich hier drinne weniger Schmutz drin habe. Mal ganz leicht gegenziehen. Fertig. Ne? Das legt sich dann schon noch so hin, wie es liegen möchte und hält den Schmutz ab. Aber ich darf nicht vergessen, ich muss ja auch später das Helmschloss wieder aufbekommen, das hier einzuhängen. Ich habe jetzt hier ein Tuch genommen, weil ich sagte ja, den Schieber möchte ich auch etwas reinigen. Das heißt, außen wie innen. Innen brauche ich ihn ja nur absprühen, aber wenn ich das schon sauber mache, dann mache ich das gleich anständig. Ne? Da kann ja nichts dran passieren. Von daher ist das gleich angenehm und sauber. Das kann ich zur Seite nehmen, mein Tuch. Kommt wieder raus und der Vergaser schon mal rein. Ja, so schnell kann das gehen. Vergaser wieder rein. Auf Position natürlich auch. So. Schön ordentlich stellen, dass er auch recht gerade sitzt und nicht irgendwie krumm. Ne? Also er darf gerade runter sitzen. Und festziehen. Jetzt sehe ich gerade, ich hätte, naja,
Ich glaube, ich muss meinen Kaltstarter doch noch mal drehen. Das Kabel reicht sonst nicht. Das wird sonst zu kurz. Also habe ich ihn im Grunde falsch rum angebaut. Weil hier kann ich auch nicht viel Kabel nachholen, ne? Von einem Anschluss her. Na gut, dann mache ich das nochmal schnell. Das heißt, ich drehe den E-Schock. E-Schock schnell gedreht und wieder rein. Nicht richtig. Ja. Wieder gerade drehen. Jetzt kann ich ihn auch festziehen und alles passt. Oh, schön ranziehen, dass er auch wirklich schön sauber dichtet. Ich gucke lieber aber noch mal. Ja, das sieht gut aus. Nun kann ich auch wieder hier alles zusammenstecken und auch meinen Überzug drüber friemeln. Das mache ich dann gleich. Und ich kann jetzt hier wieder durch. Oh, so. Und setze auch noch gleich mein Schieber ein. Ja. Du musst aber anders hier. So. Schieber ansetzen. Stößt unten gegen. Das spürt man dann von der Feder her. Habe ich jetzt mein Schräubchen da. Schraube ansetzen und ebenfalls festziehen. Sitzt. Ölzufuhr, die setze ich jetzt doch erstmal so an, weil sie sitzt sehr fest. Ja. Unterdruck. Nicht vergessen, Sicherung, da hole ich gleich noch mal was dazu, dass ich die Sicherung dann auch sauber runter bekomme. Und Sprit, der Filter ist noch sauber, der ist auf jeden Fall noch sauber, deshalb kann ich auch, brauche ich den nicht wechseln, ne? Ansetzen, Sicherung runter, passt. Die setze ich ebenfalls dann auch gleich runter. Kommen wir zum Luftfilter. Also der hat wirklich ganz schön gesifft. Irgendwie. Ja. Also das heißt öffnen. Wenn ich schon dabei bin, wie gesagt, man kommt selten da dran oder nicht allzu oft. Jetzt ist der Zeitpunkt gerade da. Dann nutzen wir ihn doch und fertig. Ich muss auch mal gucken, ob ich eventuell noch einen neuen Filter habe oder zumindest einen sehr gut gebrauchten, weil ich glaube, den habe ich mal aus Resten zusammengebaut. Ich glaube es. Da ich keinen mehr oder nichts mehr da hatte, schauen wir gleich mal. Ja, der hier ist ein bisschen defekt, trotz allem. Da, wo ich jetzt die Schrauben aus diesem Kasten hier rausnehme. Hier fehlen nämlich zwei Schrauben, weil da bekomme ich, glaube ich, keinen Halt mehr rein oder habe ich keinen Halt mehr reinbekommen. Schauen wir mal. Ah, es ist doch einer. Es ist doch ein vernünftiger Filter drin. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da eventuell mal aus zwei eingemacht hatte. Okay, aber das lohnt sich. Also den werde ich wenigstens nochmal ausspülen. Wenigstens. Und dann muss auf jeden Fall, nächste Mal muss ein neuer rein. Ein bisschen Schmutz angesaugt, aber nicht viel. Und hier sind diese Dinge abgerissen. Seht ihr das? Da. Einmal da und einmal da. Ne? Aber ich krieg den halt durch die Seite hier mit rein.
Das ist schon mal ganz gut. Und auch hier unten. Und die restlichen drei. Da hatte ich einfach mal Isolierband drüber gemacht. Ne? Dass hier nicht großartig Luft gezogen wird. Gut. Sauber machen. Ja, das mache ich sauber. Hier kam die Dichtung mit. Das waren die Schrauben. Die Dichtung habe ich mir, glaube ich, selbst mal gemacht. Aber das ist so wie Moosgummi. Ne? Die auch hier ordentlich normal reinkommt. Obwohl ich könnte sie eigentlich auch rausnehmen. Oder ist das noch eine Originale? Das könnte doch eine Originale noch sein. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Egal, ich nehme sie mal raus, weil diesen Kasten werde ich komplett reinigen. Ne? Alles. Außen wie auch innen. Ich nehme hier gleich meinen Kasten hier rein. Sprit rein. Ja, das sollte reichen. Und ich werde das jetzt reinigen. Und dann sehen wir uns beim Zusammenbau. Auf jeden Fall. Das mache ich schnell so fertig. Alles ist wieder sauber. Alles kommt wieder an seinen Platz. Und dann wird das wieder zusammengeschraubt. Fertig. Aus. Na. Das ging noch mal flott. Der Luftfiltereinsatz, der kommt ja jetzt so, das seht ihr gar nicht. Hier wird ja, das Teil kommt ja am Vergaser dran. Das heißt, diese Seite sprühe ich jetzt ein. Ne? Das ist gut durchgetrocknet. Hatte ich ja nur mit Bremsenreiniger mal kurz durchgespült. Und nun Luftfilteröl. Das Luftfilteröl verhindert, dass eben feinere Partikel drankommen. Ne? Und somit ist das ganz gut. Ich kann das aber auch so machen. Dann drehe ich das nämlich gleich, weil hier kommt es ja rein. Oder drauf. Gucke noch mal, hier war auch noch eine Aussparung. Deckel drauf. Was hindert mich hier? Ah, okay. Hier ist er ein bisschen abgerutscht. So. Normal kommt er doch hier rein. So. So. Dafür sind ja diese Teile hier, dass der Luftfilter auch da bleibt, wo er ist. Ne? Jetzt aber. Zusammenführung. Den Schnorchel drehe ich mir dann gleich noch hin, wie ich ihn brauche. Das Teil kommt dann sowieso hoch. Und nun kommen wieder meine ganzen Schrauben rein. Die hatte ich auch noch mal ein bisschen gereinigt, dass es auch einigermaßen oder dass sie auch einigermaßen ölfrei sind. Und ja, es kann sein, dass ich vielleicht später doch noch mal eine Düse wechseln werde. Aber erstmal abwarten, ne? Weil er lief im Grunde sehr, sehr gut so. Ne? Aber vielleicht kann ich auch mal eine kleinere reinsetzen, dass ich die 70er austausche gegen, was weiß ich, 64er oder so. Ne? Das wird sich dann noch zeigen, weil ich muss mir auch noch mal das Kerzenbild angucken. Das passiert natürlich auch noch. Ne? Also das Kerzenbild gucke ich mir dann nachher auch noch an. Oder wir gucken uns das Kerzenbild an.
heißt, es erstmal die Schrauben hier reinbekommen. Die hier greift schon. Das ist gut. Die rutscht auch freiwillig rein. Und du? Jetzt? Natürlich nicht. Sie will nicht freiwillig rein. Einer muss ja ärgern, ne? Oder eine Schraube muss ja ärgern. Ist ja meistens so. Na komm, zier dich nicht so. Ich glaube, das mache ich jetzt ganz entspannt und dann sehen wir uns beim Einbau. Viele kennen das schon mit dem Feinmechanikeröl. Ein Tropfen auf den, nee, gar nicht mal ein Tropfen auf den Finger, ein Tropfen hier rein und mit den Finger verteilen. Warum mache ich das? Ich glaube, dass diese Frage brauche ich gar nicht stellen. So flutscht das Ganze ein bisschen einfacher auf den Vergaser drauf, ne? Weil das hier ist sowieso immer eine knifflige Sache, muss ich wirklich so sagen. Gut, jetzt muss ich erstmal hier wieder dran vorbei. Auch an meinen Schlauch für die hintere Bremse. Der muss nämlich da drunter lang. Na komm. Gar nicht so einfach manchmal. Dass ich hier nichts festklemme. Ne? Da ist es doch. Moment. So. Jetzt wieder davor. Das ist eben das Blöde daran. Es drückt sich hier immer, dieser Schlauch drückt sich immer wieder mit hoch. So. Nochmal. Das sieht besser aus. Nun muss der Schlauch auf dem Vergaser. Und das ist immer diese Qual da dran. Ob es Explorer ist, ob es Spin ist oder dieser Roller. Ihr wisst, was ich machen möchte. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn mich nichts aus der Ruhe bringen kann, ich meine, es bringt mich nicht ganz aus der Ruhe, Gott sei Dank. Aber das sind dann hier diese Sicherungen, wo der Luftfilterkasten dann damit gehalten wird. Es sitzt alles. Nun brauche ich natürlich noch Frischluft. Das richte ich aus und somit wäre das erledigt. Bevor ich jetzt hier alles schließe, muss ich es natürlich erstmal prüfen, weil ich brauche ja noch Standgas. Die Gemischschraube muss eventuell noch ein bisschen gestellt werden. Dazu muss der Roller raus und ein bisschen laufen, dass er eine gute Wärme erreicht. Das heißt, die zwei Schrauben für den Luftfilter noch, also für den Kasten, die Befestigung, dann ist das erledigt. Wenn ich schon mal dabei bin, dann gucke ich doch gleich mal nach der Kerze, aber nicht ohne Handschuhe oder ohne Handschuh. Ich nehme mal die Kerze raus, die hatte ich bis jetzt noch gar nicht großen. Wo ist denn mein Kerzenstecker hier? Da. Das heißt, Kerze mal rausnehmen und okay. Mit der Ratsche komme ich da gar nicht dran. Das heißt, ich brauche einen Maulschlüssel.
Ein 24er Maulschlüssel sollte gehen. Oh, hier muss man aber weit drunter gucken. Okay, die ist ein bisschen fester. Mal schauen. Oh. Ja, jetzt. Ja, ohne Bühne hüpft man auf dem Boden rum. Ja, die Verbrennung ist so gar nicht so schlecht. Und die Kerze sieht auch recht gut aus. Ja, ein bisschen, ganz klein bisschen heller könnte sie sein. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Das wird heute mal wieder ein langes Video. Wahnsinn. Aber ich wollte euch auf jeden Fall noch mal die Kerze zeigen. Zumindest jetzt einigermaßen in sauberem Zustand. Und die werde ich, na, das sieht man doch sehr schlecht. Täuscht das gerade oder sehe ich das selbst kaum? Auf jeden Fall hat sie einen ganz guten Wert. Ich mache sie jetzt noch ein bisschen sauber. Oder ist das vielleicht so besser? Ich mache sie jetzt noch sauber und dann wird sie wieder eingesetzt. Bevor ich ihn jetzt rausschiebe, machen wir hier drin erstmal einen Startversuch. Jetzt muss natürlich erstmal wieder ein bisschen Sprit reingepumpt werden. Stand da, mal gucken. Ah. So soll es sein. Bestens. Raus damit. Der Roller läuft gerade ganz gut. Bisschen warm werden lassen. Dann muss ich ihn aber noch eventuell ein bisschen einstellen, aber die Einstellung ist bis jetzt gut. Er nimmt sofort Gas an und das hört sich auf jeden Fall schon mal recht gut an. Jetzt fängt es natürlich auch noch gerade an zu regnen. Die ganze Zeit war es trocken. Und immer wenn ich hier den Gang hoch und runter gehe, weil hier ist ein Nest mit Vögel, das Piepsen hört ihr ja, immer wenn ich durchgehe, sind sie ganz leise. Sobald hier alles ruhiger wird, schreien sie wieder auf. So lustig irgendwo. Ja, er wird warm. Jetzt passt noch alles. Standgas habe ich jetzt mal ein bisschen rausgenommen. Mal gucken, wie es gleich ist. Das Hinterrad steht, das ist immer ein gutes Zeichen. Yeah.
einfach nur top, das Ding. Ausmachen, erstmal rein, zusammenbauen. Fertig. Mehr kann ich gar nicht machen. Und so sieht es jetzt nun aus. Ne? Der Vergaser schön sauber, sitzt auch wieder alles richtig. Das ist mal gut. Der Schutz sieht auch ganz gut aus. Was will man mehr? Ja, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Ganz ehrlich, das würde ich euch sogar auch vorschlagen, wo es zu offen ist. Ne? So kommt da nicht mehr so viel Schmutz und Staub ran. Und so sieht es jetzt eben von hinten aus. Ne? Da ist die Folie. Ich gehe mal hier rüber. Mal gucken, ob wir hier auch noch ein bisschen Licht haben. Oh ja. So sieht es jetzt aus. Und hier läuft das Schutzblech und da läuft die Folie. Ne? Das Schutzblech unten. Die Folie passt. Ja, schade, aber so gerne ich, wie ich den Kimco schon anfangen wollte. Normalerweise wollte ich den Motorblock eben sauber machen und eventuell sogar schon Lager einsetzen. Da kam das dazwischen, nur weil ich einen Rollertausch machen wollte, weil ich an den anderen Roller dann anschließend, also später was machen wollte. Kommt immer anders, wie man denkt. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an diesem Video und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bleibt am Ball. Nicht vergessen zu liken. Dankeschön. Tschüss.